Ich Dann, du mache musst nicht Long. die Long Rest So, machen. Wir haben immer noch was? den Sänger. Achso, du Habe musst jetzt noch Long mein Rest. Willst du Drittel. doch eine Ja, Short nee. Rest machen, oder was? Nein, ich muss eine Long Rest machen. Ja, na, dann decken wir jetzt auf. Ich mache das mal. Es sind ein paar Leute kurz weg, aber wir können mal die Karten uns anschauen. Wir Es haben gibt jetzt keine Monster. 66, Ja. 87 und ich habe 74. Das heißt, es fängt der René mit 66 an. Ja, okay, also ich mache die Movement 4 von, wie heißt die Karte? Impaling Eruption. Impaling Und die Eruption. andere lasse ich verfallen. Ich bewege mich daher, das sind vier Sehr Felder. gut. Ich glaube, da stehst du nämlich sehr gut die nächsten 10 Runden auf Was? diesem Feld. Auf dem Feld stehst du sehr gut die nächsten 10 Runden. Weil irgendjemand macht die Tür auf, alles kommt rein, du behagst es, du brauchst dich kein Feld bewegen. Ja, schauen wir mal. Okay. Dann ist dran mit Du bist 74 dran. bin ich dran. Ja. Ich bewege mich mit der unteren Hälfte von irgendwas von den beiden um zwei Felder und das war's dann. Oder nein, ich könnte noch jemanden heilen. Ich würde Ja, den Brut. Brute. Ja, Mich dann. könntest du heilen. Nein, ich heile den Brut um zwei. Okay. Hast du nicht eine Ah, aktivierte nein, Runde? nein, Dann nein, nein, heilst. entschuldige, nein, nein, ich darf nicht heilen, das ist die untere Hälfte. Ah, nein, doch, um drei heile ich dich. Die obere Hälfte von Reinvigorating Elixir heile ich dich um drei. Aber Anne. hast du nicht so eine Karte, wo du mehr heilst, aktiviert? Nein. Brauchst du mehr als drei? Nein, ich frage nur diese Potent Oh, du Potatoes. heilst Ah mehr. ja, Stimmt, das wird sogar verfallen. Nein, dann heile ich lieber nicht. Nein, Oh tue ich ja, nicht. heil mich. Nein. Bin ich auf Maximum? Was ist dein Maximum? Auf 12. Okay, dann mache Ja. ich das. Ja, ich mache es, ja. Weil ich gehe jetzt in die Front. Ja, passt schon. Okay, du bist, erachte dich als geheilt. Ich mache ein Move 4. 1, 2, 3, 4 und krieg einen Schaden. Und jetzt kann ich noch angreifen, falls irgendwas passiert. Nein, kannst nicht, weil es gibt nichts zum Angreifen. Ja, wissen wir noch nicht. Wir müssen das Ding wegtun. Nein, du stehst nicht auf der Tür. Wo ist die Tür? Das ist eine Tür? Das ist eine Tür, Ach so, das habe ich nicht gesehen. Alles klar. ja. Das wirst du wahrscheinlich nächste Runde öffnen, nehme ich an. Da komme ich nicht hin, leider, Jassen. Ja, aber das war schon gut so. So, Michi macht eine Long Rest. Ja, ich schaue gerade, ob ich dich wegschmeiße. Ja, das ist immer eine schwierige Entscheidung, ja. Übrigens, ich halte Long Rest. Das ist der Gut, größte ihr habt Vorteil jetzt von eh Long nicht Rest. wirklich was gemacht, oder? Nein, wir haben uns bewegt, sonst überhaupt nichts getan eigentlich. Ich Der hab. Andi hat sich neben die Tür bewegt. Und der Michi macht jetzt eine Long Rest gerade. Ich habe Andi geheilt. Passt. Ich habe mal Cashews geholt und irgendwas. Mahlzeit. Eigentlich sollte man gar nicht mehr so viele haben, die vergiften, oder? Diese Wurzeln. Naja, drei noch. Drei giftige und vier gute, oder? Aber wer zur Heilung durch mich braucht, nein, oder? Momentan sind wir alle fast auf Maximum geheilt. Nein, es geht doch keiner. Ich überlege gerade, ob ich die Target 2, Ich habe Range viele, 3, Heal 2. ach so, ich habe viele Heilkarten noch auf der Hand. Das größte Problem ist, dass ich vielleicht, weil ich nachhinke, nicht in Reichweite zum Heilen bin. Aber ich habe sehr viele Heilkarten noch parat. Also die könntest du verlieren, glaube ich, ohne größere Tragik. Ich glaube nicht, dass wir das Szenario verlieren, weil uns die Lebenspunkte ausgehen, sondern eher, weil uns die Karten ausgehen. Okay, dann nehme ich die Hitkarte weg. Warte mal, wieder. Target 2, ja passt, ich tue die weg. Okay, und wir haben nächste Runde. Bei Windenergie tun wir eh nicht viel erzeugen. Brauche ich da eigentlich zwei Bewegungspunkte? Wo? Nein, nur Da einen. auf dem. Aber du Aber du nein, nur verlierst einen. einen Lebenspunkt, oder wie? Genau, ja. Wo kann ich den Stab weiter? Kann ich den. Hallo? Ja. Ich würde gerne den Stapel da. Das gibt's nicht. Ich würde gerne die Karten da, den ganzen Haufen da. Wo sind Du meine kannst den Karten Haufen hin? nicht nehmen. Ja, was sind vor allem, wo sind meine Karten? Ich habe da nur mal eine Karte jetzt. Wo ist die hin? Wo sind die hin? Wo ist da nur meine Karte? Das ist ein komisch, ne? Kann einer mal in die 19 Karten reinschauen? Nein, der Deutsch. 19 ist die richtige Zahl. Da liegen Ja. sechs Karten direkt vor dir. Ah ja.
Ja, da hast du abgelegt. Das. Und da Aber liegen ich kann vier es nicht. Karten. Aber ich kann sie nicht wegnehmen von dort. Die halt auch wieder raus und wieder rein. Ich habe das auch vorhin gehabt, das Problem. Ja, voll, ja. Ich hab's auch, aber ich kann es nicht ändern, weil ich der Host bin, sonst ist das Spiel für mich weg. Ja, voll, ja. Kannst du machen. Na gut, nächste Runde planen, bis der Michi wieder da ist. Ich gehe nur mal ins Main-Menü und dann schon weiter. Ja. Sag mal, wenn eine Tür zu ist, na gut, dann kann ich nicht Dump rühren. Aber ist ja wurscht. Werdet ihr irgendwelche Magie erstellen? Nein. Bräuchtest du irgendeine Energie? Irgendeine gebraucht, oder? Ja, grundsätzlich, wenn ihr Magie machen könnt, wäre das schon super. Ich glaube, es wäre gut, wenn der Andi früh zieht in dieser Runde, damit die Tür früh offen ist. Damit wir, bevor wir dran sind und unsere Karten einsetzen, wissen, was uns steht. Und vielleicht ein bisschen flexibel sind. Ich habe in dem Szenario bis jetzt null Erfahrung gesammelt, übrigens, was ich da leiste. Also nicht viel. Nein? So. Anders gesagt, wenn jetzt die Tür aufgeht und irgendwelche Monster kommen schnell in den Raum hinein, wird das sehr gut für mich sein. Weil ich habe für nächste Runde noch einen Fernkampfangriff parat, den ich mit dem Eagle Eye Goggles noch verstärken kann. Da wäre es super, wenn irgendwelche Monster in den Raum hineinkämen. Naja, ich hüpf rein Gut, und dass du weg bist, mache Mann. einen Flächenangriff. Ja. Wirst du dich mehr als die Mindestbewegung bewegen können, Ande? Ja. Weil, naja, Ja, kann ja, weil reingehen bin ich kein großer Fan. Tür öffnen und zurückgehen bin ich ein Fan. Nur wenn du Ja, Tür zurückgehst. öffnen und dort stehen bleiben. Nein, Ich du hab brauchst mich in den Raum viel hineinlassen. Bewegungsspielraum. Ich habe viel Okay, dann Bewegungsspielraum diskutieren wir's. Und du bist und kann relativ früh trotzdem einen dran. Flächenschaden machen. Allerdings Ja. komme ich dann erst auf der Mitte dran. Nicht sehr früh. Ich würde den Flächenschaden eher pfeifen, weil du wirst ein Line-of-Sight-Problem haben. Wenn du dich, und das wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn du dich zwingst, dich dann wieder zurückzubewegen. Ich kann mich zurückbewegen, wenn es notwendig ist. Ja, aber dann kannst du mit Flächenschaden nicht viel machen. Weil das ein enger Korridor ist und eine enge Ja. Tür und da ist Line of Sight dann ein Problem. Lass mal drauf hüpfen. Schau, was Ja. passiert. Okay. Ich meine, Ja, es wir sind warten. aber Schlangen da oben. Na gut, ich bin dann. Ich nehme an, es sind Schlangen, aber ich bin dann halt vergiftet. Gibt sicher noch Vipern. Also mein Zug ist so unspektakulär, wie es nur geht, übrigens. Man hört den René die ganze Zeit rascheln. Ja, nicht mehr Übrigens, lange, ich weil ich habe. fürchte, sie sind jetzt aus. Okay, gut so. Ich wollte schon vorschlagen, dass du das Sackerl weiter vom Mikro wegbewegst. Nein. Andi, wir warten übrigens auf dich, ja? Ja, ich habe deine Karte in der Hand, die dürfte ich nicht mehr in der Hand haben. Wo sie weg. Die habe ich anscheinend vergessen, auf den Ah, Lost-Stapel die hast zu du legen. auf Discard statt Lost gegeben. Genau, ja. Ah, das war der Angriff 6, ja. Der Dämonenkiller. Naja, wie lange braucht ihr dazu? Weil ihr könnt wahrscheinlich Fernangriffe machen. Das kann Also, ich nicht so gut. für mich wäre es super, wenn es Monster gibt, die sich in den Raum hineinbewegen, weil ich die dann mit Aber du Fernkampfangriff gehst doch parat einen habe. anderen Weg. Nein? Ich sag, ich, mein Plan ist der, weil ich muss eh hier um diesen blöden Baumstumpf immer drum gehen und da komme ich quasi hier vorbei, auf diesen Feldern. Und wenn ich da bin, kann ich dann Fernkampf, einen Ja, du weißt wirklich schon, dass du tollen das Ding da auch Fernkampfangriff machen, aufheben auf musst was auch immer in den dazwischen. Raum hineinkommt. Das nehme ich jetzt auf, ja, jetzt nehme ich das auf. Aber nächste Runde bewege ich mich ordentlich in den Raum hinein und könnte einen schönen Fernkampfangriff machen, wenn da was ist. Ah, okay. Deswegen würde es mich nicht stören, wenn da jemand reinkäme. Na gut. Na gut. Wenn es so ist. Also, je nachdem, was jetzt passiert, stehe ich wahrscheinlich nachher da, direkt hinter dir, auf dem
bösen Feld, das Schaden macht. Ich Aber das kann macht nur leider, einmal es geht Schaden, nicht, dann wenn ich drauf stehen bleibe, macht es nicht noch einmal Schaden, oder? nein, immer wenn du es betrittst, so ist die Regel. Immer wenn du es betrittst, kriegst du einen Schaden. Noch was. Wenn ich eine Karte habe, die sagt, dass ich keinen Schaden bekomme, statt einem Schaden, dann bin ich auch nicht vergiftet. Doch. Doch, Vergiftung ist kein zuständig. Schaden. Wenn kein Schaden Ja. verursacht wird, kriegst du Conditions negativer. Okay, na, das ist dann irgendwie nicht so toll. Aber gut. Ich nehme an, ich soll früh dran kommen. Wäre schön, ja. Nein, ich komme spät dran, weil wenn ich aufmache, dann können mir die Monster vielleicht nichts mehr machen. Doch, weil sie sich auf jeden Fall Ja. bewegen in dem Zug. Sobald du aufmachst, bewegen sie Ah sich. ja, genau. Und wenn Junge, du es früh ist dran früh bist, dran können wir kommen. zumindest noch reagieren. Ja. Dann wissen wir, was da ist, wann es kommt, was es macht und können unsere Sache anpassen. Okay. Gut. Aber ich kann eh nicht allzu früh drankommen. Gut. Machen wir das so. Oi, ich fürchte, ich komme vor dir dran dann. Aber gut soll sein. Ich hab's. Okay, wir decken auf. Hurra. Ich habe 17. Andi hat 35. Michi hat 77. Und 36 für den René. Ich fange an. Ich be benutze die Unterhälfte von irgendwas, um mich um ein Feld zu bewegen und das war's. Ich decke das hier auf. Ja. Flip. Es ist ungerade. Ich krieg wieder Gift und zwei Schaden. Es gibt nur noch zwei Ungerade. Ja, das Problem ist, hätten es nur, wenn es nur noch zwei Gerade gäbe. So. Ja. Und der nächste kann schon. Mein Zug ist fertig. Andi, das bist du. Mit 35. Ja. Also ich verwende mal von Grab and Go. Hoppala. Ja. Grab and Go ist Move 4. Das heißt, ich gehe mal da auf die Tür. Und das ist Das inkomplett. ist ja. Ja, genau. So. Willst du das? Ja, wir legen Oh, Monster es auf. gibt keine Monster. Ja, so ein Cool. Glück. Jede Menge Schlangen sehe ich da. Und zwar 1, 2, 3 Elite-Schlangen und 1, 2, 3, 4 normale. Die nimmt mal jemand aus dem Beutel und knallt sie irgendwo um den Raum herum an den Rand. Drei Nehmen wir mal die Elite und 4 Schlangen normale. sind das da, ja. Und einen Elite-Erddämon. Wie Nein, nehmen warte die da mal, dann nein, aus? stopp nicht, Erddämon, ein Wyrmling-Schamanen-Elite. Einfach nur ziehen, vom Beutel raus. Dann ziehst du zufällig einen aus. Es sind zwei Elite-Schamanen. Zwei Drei, Wyrmling-Schamanen. aber 3 Liter Schlangen, oder? Ja, und zwei Elite-Schamanen, bitte. Ich werde Und wie die viele normale platzieren. Schlangen? 4. Da geht's rund jetzt. Eins. Hey, nicht nehmen meine. Ich habe genau die richtige Antwort. Dass sie nicht genug Ein Schlangen Feuerball. drinnen. Nein, am besten alles auf einen Haufen. Es sind nicht genug Schlangen drinnen. Also es sind Ist schon zwei tragisch. da von den normalen Schlangen. Wir haben nicht genug normale Schlangen. Hab ich. Sollen 4 sein, gell? Ja. Ich kann eine noch hergeben von meinem Vorrat. Ja, Ich das habe machen wir. wahrscheinlich auch noch welche. Ich habe auch noch eine normale. So. Da brauchst du Okay. nicht mehr. Brauchst du nicht mehr. Tu das zurück. Nein. 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 Was? Nee, nein. Hatten wir Wir nicht haben schon gesagt, genug vier Schlangen. Schlangen? Achso, Es sind ja da Entschuldige, erst ja. drei da. Richtig. Aber jetzt ist Ja. 4. Du hast recht. Entschuldigung. Ich bin halt klug. Manchmal. So. Normal, Elite, normal. Tür. Normal, Elite, normal. Übrigens, Bist du ich werde es irre? hier. Nein, das ist Ja. falsch. Das habe ich falsch gelegt jetzt gerade. Nein, stoppe mal. Fehler von der So Wurzel. Die Wurzel krank. liegt falsch, oder? Ja. Woran erkennt man die Elite-Schlangen? Dann normal, Ah, Elite, normal, Elite. normal.
so. Sieht gut aus, ja. Und eine Elite kommt schon. So, jetzt müssen wir noch die Lebensenergien auslegen. Und zwar, ich sage an, bitte. Viper 4 Elite. Ah, so stimmt das ja nicht. Da muss eine normale Schlange liegen. Oder? Viper 4 Elite. So, oder nein, passt schon. Dann. Alles okay. Darüber, okay, ja. Mhm. Dann Viper 1 Elite und Viper 3 Elite. Mhm. Und die normalen kriegen 7 bis 10. Wir haben nicht so viele Rechner. Okay, dann, ich glaub, dann holen wir uns einen Ich kriege keine Atemkanonen mehr. Oder schon, hat sich schon erledigt. Ja, wir nehmen das. Hat, wer kriegt noch? Und jetzt kommen zwei Elite-Schamanen, und zwar 1 und 3. Eins und drei? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das sind ja nur 9 Gegner. Oh Gott, sie haben schon so, wieder beide. Wir decken Karten auf. Wir decken Karten auf für die. Ich decke die Schamanenkarte auf. Der ist dran mit 0,9. Und macht, einen Curse und ein, auf einen -1 Angriff, aber auf 2 Ziele, nachdem er sich bewegt hat. Das wird interessant. Und die Vipern, Vipern hat doch keiner aufgedeckt, gell? Nein. Okay, die haben 23, die sind auch früh dran, die mobilisieren. So, Andi, du machst deinen Zug fertig. Du hast, glaube ich, noch 3 Bewegungspunkte. 3 Bewegungspunkte, genau. Lauf. So, da kannst du jetzt warte, überlegen, was wer wohin kommt. Ne? Die Vipern haben -1. Die bewegen sich nur um ein Feld. Ein Feld, genau. Wir haben nur Nahkampfangriff, glaube ich, ja. Du, wenn ich um ein Feld zurückgehe, kann ich eine Schlange angreifen. Na warte mal, die Schlangen erreichen dich nicht, wenn du ein Feld zurückgehst. Genau, und ich kann sie auch noch angreifen. Die Schamanen bewegen sich um grundsätzlich 3+1 um 4 Felder. Achso, ich kann sie wahrscheinlich... Die bewegen sich um 4 Felder und werden, werden uns verfluchen. Um 4 Felder? Was, jeden von uns oder nur die, die sie erreichen? Nein, nur 2 Ziele, aber sie werden 2 Ziele erreichen. Was heißt verfluchen? Dass man Disadvantage hat einmal. Dass er Ja, die werden vermutlich die nächsten beiden von uns erwischen. Naja, nein. Was macht verfluchen nochmal? Einmal Disadvantage. Also der Schaman, einer erreicht uns. Den Ambi erreichen sie, glaube ich, beide. Aber sie haben Angriffswert -1. Angriff haben, werden sie 2 haben. Ja, aber warte mal, wie weit bewegen sie sich? Ziemlich weit, ich glaube 4 Felder. 4 Felder. 3 haben sie regulär und 1 haben sie durch die Karte noch dazu. 4 Felder. Ah, okay. Und dann haben sie noch eine Range. Naja, kommt drauf an, wo der Andi stehen bleibt. Aber... Vielleicht können wir es einrichten, dass die Schamanen die Tür blockieren für die Vipern. Genau. Dann kann ich meinen Fernkampfangriff nicht mehr machen. Das sollte man jetzt wirklich ein bisschen durchdenken. Es ist ziemlich relevant, wie viel sich da Andi jetzt zurückbewegt. Er hat noch 3 Bewegungspunkte übrig. Er könnte sich 1, 2 oder 3 Felder bewegen. Die Schamanen stellen. Ja, die musst auch bedenken, die Monster werden jetzt sofort aktiviert. So du fertig bist, agieren alle Monster. Also der Schamane, der kann dann 4 Felder gehen. Mhm. Eins. Der wird hier eher gehen dann. Wenn du dich 3 durch ihre Feinde durchführen. Durch also ihre Verbündeten dürfen es durch die Schlangen, ja? Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja, aber er hat Range 3 und er bewegt sich nur so weit, bis er in Range ist, oder? Nein, wenn er 2 Ziele hat, bewegt allenfalls noch weiter, damit er auch ein zweites Ziel in Range kriegt. Gut, dann kann nur, dass wir das nicht schaffen, weil der nächste ist in der Nähe und dann stelle ich mich doch einfach hier her, da wo dieser Pfeil ist. Naja, ohne es jetzt durchzudenken, wenn du wirklich dich noch 3 Felder zurückbewegen solltest, ziehen wir die ordentlich in den Raum hinein, die Schamanen, oder zumindest den einen, ich weiß nicht, ob wir das wollen. Das Problem ist dann halt, dass du weiter zurückbewegst, noch 2-mal Schaden durch diese
Dornen hier nimmst. Tut's Ich bin ein wahrscheinlich auch Fan nicht. davon, dass er sich nur ein Feld zurückzieht. Ja. Weil der Schamane stellt sich dann trotzdem in die Tür rein, was dann Warum? der Nein, tut er Nähe nicht. Nein, reicht. nein, das ist gleich eine Regelsache. Was, wenn ein Monster mehrere Ziele angreifen darf, sucht er sich einen primären Fokus und bewegt sich so zu dem primären Fokus hin, dass er den möglichst gut, also sprich ohne Disadvantage angreifen kann. Und nur wenn er das schafft und mehrere Optionen noch hat, versucht er bei diesen mehreren Optionen sich so zu bewegen, dass er auch noch ein zweites Ziel überhaupt erreicht. Und wenn er Ah, dann noch den Moment, Luxus hat, warte mal, wenn er da steht, 1, 2, 3, dann erreicht dann René René auch? nicht. Er erreicht dann nicht, wenn er sich da René hinstellen erreicht er kann. nie. Dann würde er René sich erreicht hier er nie. herstellen, der Schamane. Der geht Ja, über die genau. Stange drüber. Ja, genau das wird er machen, wenn er nur ein Feld zurücklässt. Ja, wobei man dazu sagen muss, die Schlangen stehen sich auch gegenseitig im Weg, weil sie bewegen sich nur ein Feld. Ja, Also nur. so gesehen, auch wenn er da steht, der Schamane, also auch wenn er auf diesem Feld steht, steht er ganz schön im Weg, weil sich nur eine Viper hierher bewegen kann und alle anderen bewegen sich, also die anderen Vipern, die Ich, da stehen, ganz ehrlich, bewegen noch sich nicht einmal, ich wäre wirklich. ein Fan davon, dass sie sich da herstellt. Ja. Ich, also ich sage nur Folgendes. Ich bin ein Fan Wohin? davon, dass er sich relativ weit zurückbewegt, dass wir die Monster zu uns kommen lassen. Auch wenn es ein paar Runden dauert. Ja, ich weiß nicht, Nein, die im zentrale Raum Frage, ganz kurz. ist es mir deswegen nicht ganz unrecht. Ich meine, die Karte habe ich jetzt leider Brauchst du weggegeben nicht. schon, aber ich habe eine flächendeckende Karte, wenn die da im Raum drinnen stehen, da treffe ich ziemlich viele Der nächste gleichzeitig. Runde nämlich der Fall dann sein, dass mehrere in den Raum hineinkommen. Außer, weil die strategische Grundfrage ist wirklich die, wo wollen wir die Monster haben? Und das entscheidet der Andi jetzt mit seiner Bewegung. Ja, Andi, mach's einfach selber. Hör nicht auf den Also Hartner, hör ich. nicht auf den Michi, hör auf mich. Schütze mich. Also du willst, dass sie alle auf einem Haufen stehen. Ich hätte ganz gern, dass die alle auf einem Haufen stehen Ja, irgendwie. ich bin Aber ein Fan davon, dass du das drei Problem ist, es zurückgehst. dauert relativ lang, bis ich die Karte wieder in der Hand habe. Weil die habe ich Ja, aber es dauert auch vorige lang, bis die Runde, daherkommen. weil ich mir gedacht habe, das Aber wird noch eine dann Weile geht das dauern. nicht. Was? Ich kann ja nicht ewig dort stehen bleiben. Na, im nächsten Zug könntest du dort stehen bleiben. Wir haben da ein Problem in der Tornado, das geht. Oh ja, stelle ich daher. Doch, das ist gut. Mir Da wird kann das ich auch da noch. Wir gefallen. können uns Ja, hinter dir er aufstellen. wird nochmal zwei Schaden kriegen, aber das ist das geringste Problem, glaube ich, gerade für Wieso ihn. kriegt er. Warum kriegt er zwei Na, Schaden? weil er Na, einen, zweimal weil er durchrennen jetzt muss. rübergeht Und einmal, weil er irgendwann wieder zurückgehen wird. Ja, das schon. Ja, Aber mein das Gott. ist kein Problem, das würde, das Ja, ist das ist jetzt nicht so das ich. Thema. Also, der René hat gesagt, du sollst deine eigene Entscheidung treffen, aber wir wollen alle, dass du da hingehst. Ne, ich nicht, aber mach, was du willst. Doch, willst du auch? Willst alles auf einen Haufen haben? Ja, das war's. Ja, Skua verfällt halt, aber das war sowieso nicht gut zu machen. Außer Ich du. kann den René angreifen. Nein, kannst du nicht. Verbieten wir die Spielregeln. So. Okay. Gut, jetzt sind die ganzen Monster dran. Es fangen Sehe erst die Schamanen an. Schamanen an. Elite-Schaman 1 beginnt. Der ist welcher? Das Da ist der unten. ganz hinten. Der ganz hinten. Der bewegt sich um 3 plus ein Feld und 4 Felder um Ande. Kann über das Violette drüber? Ja, das kostet ihn 2 Bewegungspunkte. Da käme er hierher. Die Frage ist, wo ist er näher? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, er ist gleich weit. Ich würfel. Also er geht auf das, er geht auf das sofort. Gut, jetzt kommt der Nummer 3 dran, der bewegt sich auch um 4 Felder und das ist straightforward, nämlich wirklich straightforward. Naja, nein, jetzt kann er sich aussuchen, ob er da oder da geht. Ich würfel wieder. Ja, da bleibt er. Und jetzt macht er einen Angriff. Haben wir gesagt, er kann René nicht erreichen? Bin mir nicht Aber so nichts sicher. da. Wie Oh weit hat ja. er. Vorher hätte er nicht erreicht, wenn er da steht. Aber es ist wurscht, das passt schon. Mein Naja, Gott, es ist ein geht über. Curse. Er steht Disadvantage. hinten. Ja, aber er erreicht René jetzt. Ja, soll er. Ja, ist eh klar. Es ist jetzt spät. Lasst ruhig den Magier allen Schaden Also, einstecken. der René und der Andi können sich schon mal ein. Ah, nein, nein, nein! Entschuldige, Curse heißt was anderes. Mein Fehler.
Ihr nehmt eine Curse-Patzer-Karte in euer Deck hinein. Wenn sie gezogen wird, kommt sie wieder weg, aber ihr habt einen extra Ah. Patzer. Das war Hurra. mein Fehler. Zum Glück. Diese Was da, hier. gell? So. Atmen oder kostet es uns schon wieder den Nerv in dieser Partie? Wir werden blank Aber sein das am kommt eh Ende. auf den Ablager-Dings, oder? Nein, das kommt in euer Deck reingemischt. In die aktuellen Angriffskarten. Also in deine 10, Und die also kommen in nicht dazu? Und die bleiben da nein, liegen? die anderen bleiben liegen, ja? Du Okay. legst es einfach drauf und mischt. Na toll. Dreh's um. So, ich drehe das um. Ich bin Du legst es drauf. drauf und Und R. ich mische. So. Und jetzt kommen die Angriffe. Also, er greift euch beide an. Er hat Angriffswert 3, minus 1, also Angriff von 2. Ich fange mit Andi an. Angriffswert 2. Und das ist ein Patzer. Andi nimmt keinen Schaden. Und das heißt, du aktivierst doch nicht deine Karten. Jetzt kommt der René, der kriegt wahrscheinlich Kommt da der Boost. Cursed? Ja, Ich bekommt krieg er. wahrscheinlich den Wahn. Aber Nein, du kriegst warte drei mal, hat er Schaden. Cursed? Ich krieg 3 Schaden. Ganz kurz, hat er Cursed für beide Targets? Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht ganz eindeutig, wie es draufsteht, aber es ist so. Das steht in Hm, Ordnung. passt schon. Okay, 2 Schaden für den René. Und damit Zwei, ich sind dachte beide. 3. Ich nehme auch Nein, nur er hat zwei. 3 minus 1. Er hat ein minus 1 auf seiner Schamanenkarte drauf. Deswegen Passt macht er schon. einen Schaden weniger. Und er hat eine plus 0 Karte gezogen und das sind dann 2 Schaden. Ja. Die Schamanen sind fertig und jetzt kommen die ganzen Vipern. So, und dann müssen wir die Reihenfolge einhalten. Die bewegen sich. Warte mal, beide Elite und normal um ein Feld. Ja, stimmt. Ja. Es fängt Elite 1 Ist da an. hinten. Okay, die kommt daher. Dann Elite 3. 3. Genau. Die hat 2 Möglichkeiten. Ich würfel wieder. Und sie geht auf das Feld. Genau, René. Und Elite 4. Ist die hier, die bewegt sich hier, das ist keine Frage. Jetzt kommen die normalen dran. Wir fangen mit 7 an. 7 bewegt sich gar nicht, weil da ist gerade ihr Feld verstellt worden und das genauso nah ist das, wo sie ist, also bewegt sie sich nicht. 8 bewegt sie eins nach vorne, 9 kommt auch eins vor und 10 hat 2 Möglichkeiten und hat nicht bloß was angebildet. So. Und die Vipern greift noch niemanden an und das war's. Jetzt sind wieder wir dran. Na gut. Andes Zug ist endlich abgeschlossen. Ich war schon dran, also nur noch der Haben wir René Magie gerade? und Ach, nein. schade. Du hast uns ja gefragt vorher, aber es hat keiner eine erzeugen können. Na gut, ja. Soll ich ihn mit der Frost Armor angreifen? Der macht nur Attack 2 und der hat immerhin. Der hat Er hat 3 Rüstung. immerhin Rüstung. Was ich machen könnte, wäre hierher ziehen und mit dem anderen, also Da stehst du super. mit dem Flame Strike angreifen. Der macht immerhin Schaden 3. Wenn du ins Glück hast und mal Ja, zwei kriegst. mit etwas Glück mache ich Schaden. Michi, willst du dieses Feld hier eigentlich belegen? Ja. Das ist schlecht. Da muss ich nächste Mach ich doch Runde grad. hin. Da würde ich von dir quasi Mache verlangen, ich dass du doch nächste grad. Runde halbwegs früh dran bist und von da wieder wegziehst. Na, schau an, ich töte ihn, ich mach 6 Abmarkt, Punkte dann Schaden. darfst du nicht die Strategie haben, dass wir uns alle da aufbauen. Okay, gut, schauen wir mal. Ich bringe auf jeden René, Fall den hast du ihn gerade Schamanen um. gekillt? Ja, ich habe ihn mal 2 gezogen. Jawohl. Aber du hast nur Angriffswert 2, oder? Nein, ich habe Angriffswert 3. 3. Oh, tatsächlich. Er hat ihn einfach gekillt! Ja. Ja, passt so. Das Ist okay, so, das hat er verdient. Was verflucht er mich auch? Sehr gut, René. Selber schuld, was kommt denn so nah ran? So, deine Sieht er beiden nicht die Karten sind brutzelnden discarded. Flammen in meiner Hand? Und der Mich ist dann. Genau. Ich spiele bei Backup Ammunition die Oberhälfte aus. Aktiviere das Ding. Aktivierst du? Mein Truppending geht auf. Michi, So. du hast die Ja. Option, dich hierher zu bewegen. Habe ich mir auch schon überlegt, aber dann Ich hast wäre du ein mit den Fan davon. Schlangen. Ja, ich mach das. Meine sind Schlangen natürlich aus. schön, wenn die Kommt Schlangen sowieso rein. darüber rennen. Die kriegen Ja, alle einen passt schon. Punkt Schaden, wenn sie darüber Ich rennen bekomme würden. Ja, jetzt aber eine einen. pro Runde, René.
Naja, das ist ja Ich wurscht, werde die nicht halten vergessen. fast nichts aus. Das heißt, sie haben nur noch 2 Punkte. Ja. Das Ich ist dein meine, ich Problem, weiß schon, ja? es ist wurscht, aber Nein, das dauert sehr lange. Das es Problem, was dauert sehr wir haben, lange, ist, ich weiß sie. überschlag sie mal ihr drei, wie viele Runden ihr überhaupt noch wirklich was machen Warte mal könnt. ganz kurz, ich nehme hier einen Schaden, richtig? Ja, genau. Gepasst. Ist erledigt. Meine Runde ist vorbei. Wir sind alle fertig. Es Und ist kurz eine. vor Mitternacht, Leute, übrigens. Ja, ich bin auch dafür, dass wir jetzt aufhören. Okay. Ja. Warte mal, wir schließen diese Runde noch ab. Wird irgendwas gemischt? Nicht bei den Monstern. Der René mischt seine Angriffskartendeck, das hat er, glaube ich, Habe ich schon. schon. Die Monster mischen ihres auch. Short Rest wird vermutlich eh keiner machen. Ja, dann beenden wir hier mit Anfang der nächsten Runde einfach. Perfekt. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Gute Bis Nacht, dann. Leute. Ciao, Oh, ciao. gute Nacht auch Baba. meinen Hörern quasi.